Hi! Ja, wir sind gerade dabei, ein Eröffnungst-T-Shirt zu planen für die Store-Eröffnung in Köln. Ich tausche. So. Rot findest du am besten? Ja. Ich würde sagen rot. Ja, hast du auch gesehen. Ich auch. Ja, hast du auch gesehen. Und jetzt designen wir das Ganze. Ist das nicht geil? Habe ich gut gemacht? Nein, habe ich aber gar nicht gemacht. Mia Ston zu dir. Das ist Kölsch. Ich habe extra jetzt die Musik angemacht, damit es emotionaler ist. Ja, ne? Ja. Wenn das nicht der Knaller wird. Ist das ein großer FC-Fan? Ja, ja, klar. Ja. So, jetzt haben wir das ja fast fertig. Jetzt schicken wir das an Weber. Und wir, die finden das nicht gut. Müssen die drüber schauen, dass es auch in Ordnung ist, was wir da machen. Wir dürfen ja nicht einfach machen, was wir wollen mit dem Weberkettel. Das ist ja ein geschütztes Icon. Mal hier unten ransetzen, wo das ausläuft. Den? Das sieht, glaube ich, komisch aus. Boah, schlecht finde ich das nicht. Also so? Ja? Ja. Guck mal, in Weiß sieht doch fast schon besser aus, oder? Ich bin voll weiß, weil ich finde, rot tragen auch viele Leute im Alter nicht. Nur ich jetzt. Ich habe eine Zeit lang mal rot getragen. Echt jetzt? Ja, ganz viel. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass das gar nicht zu meinen Augen passt. Und dass doch eher grün, dass eher grün meine Farbe ist. Und seitdem trage ich mehr grün. Es gibt ja, du hast doch immer noch kein Grün an. Ja, grau. Ich habe aber sonst auch viel Grün an. Es gibt ja auch die warmen und die kalten Typen. Die sind... Ne? Die kalten Typen, die tragen von den Farben mehr so blau, grün... Ja. Grau. Und die Warmen tragen halt gelb und rot. Aber es ist besser warm zu sein oder kalt? Ja, ja. Musst du mal eine Farbberatung machen. Ich glaube kalt. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Meinst du, wer macht das, Freddy? Ja. Er ist Weber begeistert. Ach scheiße, ich muss hier links. Das ist dein Haus? Normaler Betrieb Köhler, da. Oh, guten Tag. Möchtest du was trinken? Ja, sicherlich. Was denn? Ich habe ich hab Malzbier, ich habe Wasser, ich habe Truss, eine Cola, Cola Zero, Fanta, Apfelschorle oder Sprite. Nimm mal eine Cola. Eine Cola? Der beste und netteste Kunde. Ja, danke. Ups. Bitte schön. Jo. Danke. Und sonst alles gut? Ja, viel zu tun momentan, ne? Ja? Ja. Ja, wir öffnen jetzt den Store, den zeigen wir dir ja. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der gleich aussieht. Ja, super. Muss ein paar Sachen noch gemacht werden. Da reden wir gerade mit dem Fahnenwerker. Ja. Aber ich meine, du bist ja auch selbstständig. Ne? Können wir auch mal gucken. Ja, vielleicht. Gucken wir einfach mal, ne? Hier ist die Location. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Ja, wenn ich jetzt noch einen Maler hätte, ne, dann würde ich sogar die Fassade streichen. Aber ist halt ist schwierig. Ist schnell gemacht, aktuell. Ne? Ist das schnell gemacht? Ja, klar. So, jetzt parken wir mal. Komm mal hier mit. Also, wir müssen jetzt uns richtig einstellen. Wir brauchen unbedingt einen Maler. Ja, das ist jetzt unsere Chance. Ja? Der ist total grillbegeistert, Weber-Fan. Wir müssen ihn jetzt hinkriegen. Er darf Werbung hier machen, wenn er hier streicht. Ja? Ja, schön. Hallo. Hi. Moin. Genau. Und hier soll dann die Ausstellung reinkommen? Da. Da. Hier kommen die Hochfische rein. Hier arbeitet der Chef noch selber. Ja, natürlich. Guck mal hier. Oh. Wir machen uns ein gutes Angebot. Das ist jetzt die Bezahlung, um den Laden zu streichen. Na, dann gucken wir mal. Ne? Sozialverein Köhler. Aber hättest du vielleicht Zeit, um das zu machen? Das können wir nicht eröffnen. Also Zeit kriegen wir bestimmt hin. Also zeitlich kriegst du schon zwischengepackt. Jonas, willst du jetzt anders was machen? Wir haben jetzt hier noch mehr Tische voll mit T-Shirts. Wir müssen auch Pakete für Samstag noch packen. Oh, wir müssen Gas geben. Wir müssen Lagerverkauf vorbereiten, Jonas. Wir machen gleich den Lagerverkauf noch. Da muss jetzt auf jeden Fall einen Probeanstrich machen. Ja. Weil ich weiß, was das für eine Beschichtung ist. Nicht, dass das nachher abblättert. Ich mach da einfach mal so ein. Ja, wir müssen so ein Feld mal pinseln, schleifen, pinseln. Kann ich machen. Okay, aber nur hier die Träger, damit das alles so ein bisschen dunkler ist wie oben. Die bleiben rostig, ja. Oder bleibt dann auch, oder? Das, was rostig ist, bleibt rostig. Das bleibt alles so. Hier wird alles anthrazit gestrichen. Ich würde die lassen. Ja.
Weil ich glaube, es sieht sogar gut aus, wenn er so einen Farbwechsel hat. Das kann so, ja. Das ist ja das Gute hier. Es muss ja nicht, ist ja kein Hochglanz geschliffen. Ja, muss auch nicht. Darf auch nicht. Aber voll geil auch mit dem Kran noch hier drin, ne? Musst du einmal checken lassen, ja, ne, ob sie noch okay sind, und dann hängst du einfach einen Grill dran, so, ne? Ja, so ein Grill, der andere nicht. Ja, okay, wenn der runterfällt. Wenn er runterfällt und das Ding gewartet ist, kriegst du genauso Ärger. Ja, okay. Ja, einen dunklen Farbton, Anthrazit. Wenn du da mit dem Finger drüber gehst, kann sein, dass du dann so weiße Strieben kriegst. Latex ist teurer, definitiv. Ne? Aber du kannst ihn halt auch drüber wischen. Ne? Will ich da oben machen? Er ist halt viel teurer pro Quadratmeter. Ist halt schon eine gute Farbe, sein, aber jetzt, ich brauche keinen Latex, wo es jetzt 20 Euro mehr ein Quadratmeter ist. Ja, das wird kein 20 Euro mehr sein, der Quadratmeter. Ne? Aber wir dürfen hier nicht in Schönheit sterben. Ne? Das Ding muss verkaufen und pro Quadratmeter. Ja, ja, klar. Bringt den nächsten Millionengrad raus. Nein, nein. Ich weiß aber, was du meinst. Dann sollte man das. Sonst hast du überall weiße Striemen. Ja, genau. Genau, das soll schwarz Anthrazit lackiert werden. Oben einmal weiß streichen. Ja, okay. Ja. Aber kriegst du das hier hin? Ja, ich denke. Von der Zeit sollte das passen. Wie lange braucht ihr genau? Eine Woche? Höchstens. Ja, ne? Höchstens. Das ist ja jetzt fast keine Arbeit mehr, ne? So, sagen wir. Ja. Jetzt haben wir den Maler. Haben wir jetzt eingecheatet. Und jetzt geht's schnell wieder zurück nach Remscheid und zum Lagerverkauf. Wir müssen ihn vorbereiten. Morgen um 10 Uhr öffnen wir unseren Lagerverkauf. Und es ist noch nichts gemacht. Naja, wird eine lange Nacht. Ne, Jonas? Jonas freut sich. Bis gleich. Hey, um 10 Uhr muss schon hier alles fertig sein. Thomas hat gesagt, 8:30 beginnen wir hier. Und? Danke dir. Ja, also es ist ein bisschen viel. Wir bereiten gerade den Lagerverkauf vor. Es ist viel zu spät alles. Wir müssen morgen um 10 Uhr fertig sein. Wir wissen nicht, wie wir es schaffen sollen. Ja, irgendwie klappt das schon. Aber wir haben viel zu viel Ware. Viel zu viel Ware. Wir fühlen uns gerade wie im Peek und Kloppenburg. Aber wir müssen jetzt auch hier sortieren. Wir haben jetzt keine Zeit. Ja, das ist zu viel. Was halt? Hä? Weihnachtsfeier haben wir morgen im Januar. Weihnachtsfeier im Januar. Genau. Und dafür sind diese Präsente hier mit Klamotten für die Mitarbeiter. Da kommt noch ein bisschen was anderes dazu.